Na komm her. Muss ich da näher rangehen oder? Oh! Hm, ja, ja, jetzt kommen sie her. Und noch ein Hit! Oh oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Er hat mich gesehen, ne? Oh oh. Jo, wir werden sterben. Wir werden sterben. Los, ramm mich weg. So geht's ja viel besser. Ich glaube, wir sollten in den Aschen landen, lieber Nahkampf gehen, ne? Und ich hole jetzt mal schnell die Sachen. Ich weiß, wir werden dann überladen sein, ne? Das heißt, ich muss gut aufpassen. Also Ausdauer voll. Außerdem, hier ist noch Loot. Weiß ich nicht, was da drin war. Ach, der Hammer. Stimmt. Ist aber schnell. Oh, wir dampfen. Habe ich alles? Hä? Sogar die Eisennägel waren oben. Ah, aber das Keramikzeug ist... Oh! Oh. Wir wurden wohl im Wasser gekocht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich bin so ein Idiot. Oh Mann, ey. Alter, ey, die Aschenlande, ne? Oh Mann. Oh Mann. Aber wir bleiben beim Nahkampf, bin ich ehrlich. Da habe ich mich gerade deutlich sicherer gefühlt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, wir als Magier sind wir so OP, wir gehen da mit unserem Froststab einfach durch. Aber ganz ehrlich, nö. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Deswegen baller ich mir nochmal ein Omelett rein. Und nochmal diese beiden. So. Und außerdem nehme ich mir direkt jetzt schon Heiltrank, damit die Regeneration nicht so lange braucht. Wir gehen zurück, holen unsere Sachen, weil wir haben sie jetzt immer an Land bekommen. Interessant, das Wasser kocht. Das macht Schaden an uns. Na okay, hätte ich ja nicht mitrechnen können. Naja, gut. So. So, jetzt aber hinlaufen, aufsammeln. Hm? Alles nehmen bitte. Ja, danke. Und dann, ich trage zu viel, aber wir können trotzdem laufen wegen Leichenlauf, ne? Ich bring mal kurz die Schiffssachen in Sicherheit. Also nicht sie weg hier. Weißt du, ich habe mir so gedacht, ey geil, das neue Update ist draußen. Und wir können jetzt ja richtig schön erkunden alles und können so richtig schön, ne? Ja, ein Scheiß. Ein Scheiß! Wir sind einfach so übel am Arsch. Naja, gut. Ich laufe mal hier so rüber und schmeiß mal alle drunter. Huch. So. Oh, ich habe die 10 Holz auch runtergeworfen, ne? Ja, egal. Der Hammer hier... Ja, wir haben jetzt eine komplett neue Ausrüstung. Damit muss ich leben. Aber ich glaube, damit kommen wir besser zurecht. Wir haben einen Heiltrank, einen Mana-Trank. Ausdauertrank. Mana-Trank brauchen wir nämlich gar nicht mehr. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Nehmen wir davon mal einen mehr mit. So. Und baller mir außerdem den hier. Und dann würde ich sagen, wir gehen zu unseren Leichenspots. Und diesmal laufe ich nicht durch und nach dem Motto passt schon, ob die uns alle verfolgen, sondern ich schnetze mich wirklich durch. Einen nach dem anderen bringe ich um, weil ansonsten wird das ja nichts, ne? Halt! Nahrung! Hey, ich sollte mir Nahrung mitnehmen. Und zwar diese hier. Das und das. Hä? Oh, das ist doch die beste, oder nicht? Ups. Normal, dann mache ich mal so. Na gut, jetzt haben wir schon das Falsche. Was soll's? Dein Magen ist voll, ja. 209 live. Ja.
Ich glaube, damit sollten wir etwas vorankommen. Zumindest hoffe ich das. Fühle mich jetzt auch ein bisschen unwohl ohne Energieschild, aber Gott sei Dank brauchen wir das ja gerade nicht. Ich laufe jetzt einfach mal los. Und kann außerdem hier... Oh, du Scheiße. Die schon mal entfernen. Da ist einer. Oh Gott, das ist ein Schurke. Gott sei Dank habe ich den nicht getroffen. Tut mir leid. Möchtest du vielleicht mit mir kommen? Das wäre so geil, wenn ich jetzt irgendwie E drücken könnte und der würde mir dann folgen. Oh, was geht denn da ab? Da ist ein neues Seeungeheuer. Eine neue Seeschlange sozusagen. So, explodier mal. Sehr gut. Und du auch. Sehr gut, Schurke. Aua! Verdammt! Oh, ich habe gar keinen Feuerheiltrank genommen. Ist natürlich nicht so clever. Ich laufe trotzdem weiter, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, wir sind gut gerüstet. Und noch ein Hit. So. Da kommt einer von den Kriegern. So sei es. Ah, ich verstehe. Da kommt direkt ein anderer. Ist natürlich ärgerlich, aber ich kann den ersten schon mal down machen. Ja, das Blocken hat gut funktioniert. So. Aua, 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 aua. Wieder getroffen. Das gibt's doch nicht. Auf damit. So. Wir heilen. Alter, das Vieh sieht ja geil aus. Wow. Okay. Ich verstehe. Der kann ballern. Den sollten wir lieber nicht mit dem Schiff bekämpfen. Weil der macht ja mit dem Schiff dann kurzen Prozess, wa? Oh nö, da sind Hunde. Bitte nicht. Ich versuche mal hier an der Küste lang zu gehen und hoffe, dass der uns in Ruhe lässt. Lässt er aber nicht, ne? Der wird uns jetzt verfolgen. Dachte ich mir. Gut. Ist das Gift oder was? Keine Ahnung. Da kommt der Hund. Na los, rupp mich weg. Danke, dass du den weggeruppt hast. Finde ich auch gut, dass sie sich gegenseitig treffen können. Hä? Warum hat er mich trotzdem getroffen? Ich habe doch gedefft. Sehr gut, er hat ihn gekillt. So. Hau mich mal. Shit. War ich zu greedy? Nochmal. Schon wieder zu greedy, das gibt's doch nicht. Hör auf damit, Raul. So. Ja, mit dem Loot. Das meine ich mit Stück für Stück vorkämpfen, ne? Das macht mehr Sinn. Oh, ich habe Angst vor dem da, ehrlich gesagt. So viel zum Thema Küste ist safe. Ein Scheiß. So, ich gehe extra ein bisschen langsamer, damit wir während unseres Gehens auch ein bisschen regenerieren können. Er hat mich gesehen. Na, komm mal her. Daneben. So. Den da als nächstes, ne? Aber dann... Nee, dann bin ich zu dicht an der Küste. Ich glaube, ich sollte doch nicht so nah an die Küste gehen. Ich laufe mal zu dem und mache den platt.
So. Lauf wieder zurück. Und hau mir einen Ausdauertrank rein oder lieber nicht? Ja, ich spare mir das mal lieber auf. So. Shit. Der hätte schneller zugeschlagen. Au, 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 au. Oh shit, schon wieder gestorben. Das ist doch wohl nicht wahr. Aber ich glaube, ich bin diesmal in die Lava gejumpt worden. Also Knockback, glaube ich. Mann, verdammt. Hm. Ja, soviel zu dem Thema, dass es besser funktioniert. Ich weiß nicht genau. Kann es sein, dass wir vielleicht noch ein bisschen zu schwach sind? Aber das ist man ja irgendwie immer, wenn man in ein neues Biom kommt, oder? Wir müssen uns da ja jetzt irgendwie durchfighten, um an die neuen Ressourcen zu kommen. So oder so. Ich komme ja nicht drum rum. Ne? Also nochmal nach unten gerannt. Immerhin haben wir uns jetzt den Weg ein bisschen freikämpfen können. So, Nebelhase Deluxe. Dann Fleischplatte und das hier. Außerdem Met. Den hier. Wie sieht's aus mit Schlafen gehen? Sonne geht gleich unter, ne? Soll ich kurz pennen gehen? Ich gehe lieber pennen, ne? Ich gehe lieber pennen. Ich habe Angst. Sicher ist sicher. Gute Nacht. Also die Aschenlande sind echt krass. Also das ist jetzt schon enorm herausfordernd. Ich hoffe, wir kriegen da irgendwie ein bisschen Progress hin, weil ich komme ja kein Stück voran. Gut. So. Aber wir haben bis hierhin, glaube ich, alles freigekämpft. Das ist, wo wir gerade gestorben sind, ne? Ich laufe da mal hin. Weiche den anderen aus. Da ist die Leiche, da sehe ich schon die Schrift. Und ich muss echt auf dieses Lava-Zeugs achten, ne? Eine Berührung und wir sind sofort down. Oh, oh. Da, die Skelettschlange soll mich bitte nicht sehen. Und du kannst mal explodieren, bitte. What the fuck ist das denn? Oh mein Gott. Vor dem habe ich Angst. Vor dem habe ich Angst. So. Und tschüss. Und vor allem, was zur Hölle ist das da für ein Vieh? Hey, warum explodierst du nicht? Nein, er hat mich noch getroffen. Ich habe schon wieder keinen Feuertrank genommen. So, hier hin. Und den da platt machen. Und diesmal nicht zu dicht da dran, ne? Der hat mich gerade zurückgenockt in die Lava. Hat mich dadurch gekillt. Das war natürlich dreist. Hä, warum läufst du weg? Bleib hier! So. Hast du mich wahrgenommen, ja? Gut. Aua! Wieso hat er mich denn getroffen? Keine Ahnung. Und noch ein Hit. So. Gut. Oh, der hat einen Stern. Ich laufe schon, ich laufe schon. Auf Wiedersehen. Das sind viel zu viele auf einmal. So. Mit dem noch muss ich zuerst platt machen, ne? Der macht am meisten Damage. Die ganze Zeit von der Seite rein. So, heilen bitte. Bitte, bitte, bitte heilen.
Heil doch! Komm schon. Komm schon, regeneriere dich hoch. Nein, nicht noch ein Hund. So, ich lauf weg. Ich lauf weg. Oh oh, das ist Knochenvieh. Ich kann nicht weglaufen. Ich kann nicht weglaufen. Vorsicht, nicht in die Lava kicken lassen. Komm schon, komm schon, komm schon. Heiltrank, regenerier dich. Ich will ihn endlich trinken können. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und zack. Oh oh, das Skelettvieh hat mich gesehen. Bitte nicht. Aua. Huch. Was soll das denn? Keine Ahnung. Das Skelettvieh kommt, ne? Nee, doch nicht. Gott sei Dank. So, der Surtling. Stirb! So, kurz rausruhen. Kurz regenerieren. Da kommt ein neuer Krieger, aber den kriegen wir, glaube ich, schon down. Ach, das ist gar kein Krieger. Das sah gerade aus wie ein Schwert. So. Gut. Oh Mann, dieses Skelettvieh, ne? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Da gehe ich mal weg. Und hier ist noch eine Stelle, wo wir gestorben sind. Ich weiß aber nicht, ob dein Grab liegt. Ich glaube nicht. Ja, wir hatten nichts, als wir hier gestorben sind. Und da ist das, wo wir die ganze Zeit versuchen hinzukommen. Wo auch unser Portal-Stuff ist und so. Aua, gut. Einmal hat er mich getroffen. Ansonsten haben wir uns gut geschlagen. So, hier ist noch mehr Loot. Oh! Den habe ich nicht gesehen. Scheiße, ich habe Angst, weil ich einen Feuertrank getrunken habe, ne? Feuerheiltrank. Ich glaube, da in unserem Grab sind welche. Aber ich laufe da jetzt auf gar keinen Fall einfach blind hin. Sondern mache das schön strukturiert. Weil so weit wie jetzt waren wir gerade noch nie. Wie wir jetzt sind, meine ich, waren wir noch nie. So. So. Den Surtling dort. Alter, diese Walküren auch, ne? Was haben sie sich hier schon wieder für Viecher ausgedacht? Nur Brutales. So. Ciao. Dein Loot. Und nicht viel weg hier. Und mein Leben ist gerade noch überschaubar. Ich laufe mal nach da hinten. Die sehen mich bestimmt gleich. Wenn ja, dann bringe ich sie um. Oh, wir sind hier ja noch gar nicht richtig. Da sind wir gestorben. Das hätte ich wohl gern. Oh Mann. Wir sind ja noch gar nicht weit. So. Und den hier hinten mache ich mal platt. Nein! Oh, der hat einen Stern. Jo, der hat einen Stern. Dieses Spiel ist so gemein. Es ist so gemein. Gut. spule ich dann wieder vor. Und zwar bis zu der Stelle, wo unser Stuff liegt.
ne? Weil bis dahin sollte ja eigentlich jetzt alles geklärt sein, weil das ist dann ja doch, glaube ich, ein bisschen langweilig für euch, wenn ich jetzt die ganze Zeit zu meiner Leiche renne, ne? Also würde ich sagen, bis gleich. So, hier bin ich wieder und ich habe meinen Stuff. Bitte schnell anziehen. Oh Mann, sind die runtergerockt. Das ging aber schnell. So, kannst du dich mal bitte beeilen mit Klamotten anziehen? Ah, da kommen Feinde. Lauf! So. Sehr gut. Oh Mann, der haut uns. Also. Wir sind trotzdem weggenockt, weil er einen Stern hat, ne? Er macht einfach zu viel Damage. Deffen bringt gar nichts, gefühlt. Da, wir taumeln trotzdem. Immer wenn er haut, muss ich abhauen, ne? Ja. So, Kriegertrophäe, ha! Habe ich die platt gemacht. Sehr gut. Dann rüber hier. Da war noch ein Krieger. Einen nach dem anderen. Eigentlich würde ich gerne auch die hier holen. Aber erstmal der da. Der hat sich zuerst gemeldet. Na komm her. Verstehe. Ja gut, da komm her. Na los. Hab ich dich. So. Kann ich die Sachen überhaupt mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Sehr gut. Ja, hier Müll, Müll. Was haben wir hier noch? Gold lasse ich liegen. Kohle will ich eigentlich gerne mitnehmen, aber... Kann ich stacken vielleicht? Nein, den nehme ich auf jeden Fall mit. Federn kann ich hier lassen. Das Ei kann ich nicht stacken. Das lasse ich auf gar keinen Fall hier. Schnell, beeil dich, Raul! Ich weiß nicht, was ich hier lassen soll. Kohle und Eier. So. So, das hätten wir schon mal. Und was nehme ich denn mit, anstatt die... Weil die Eier würde ich schon ganz gerne mitnehmen. So. Irgendeine Trophäe vielleicht. Was haben wir denn nur einmal? Das ist, scheint aber alles wertvoll zu sein. Scharfschütze-Trophäe will ich eigentlich auch behalten. Haut, bisschen Blase. Ja, ich will eigentlich alles behalten. Ja, komm, dann lasse ich die Eier hier liegen. So sei es. Hauptsache, wir kommen voran, weil ich will endlich zu unserem Portal. Dann kann ich die hier auch entfernen. Oh Mann, wir haben gerade mal die Hälfte des Weges. Naja, gut. Ich gehe mal hier von der Küste weg. Wegen dem da. Oh, da ist wieder so ein Skelettvieh. Schnell weg. Ich laufe mal so querfeldein. Das ist noch ein Skelettvieh. Ja, ich sehe es schon kommen, ne? Wir müssen den auch noch mal irgendwann bekämpfen. Kommen wir nicht drum rum. Nein! Oh, ich wollte doch springen. Verdammt. Das macht immer so viel Damage. So, ich habe allerdings natürlich meine Tränke bereit. Würde die aber gerne aufbewahren. Getroffen, gut. So, hier hin. Oh, oh, er kommt. Das Skelettvieh kommt. Es kommt näher, ne? Nee, es kommt nicht zu mir. Glaube ich. Oh, Gott sei Dank. Was auch immer du bist, halt dich fern von mir, bitte. Ich bin noch nicht bereit, gegen dich zu kämpfen. Ich wette, du machst dich mit drei Schlägen platt.
So. Hier sind noch welche. So, die Explosion ging ins Nichts. Ich trinke mal einen Ausdauertrank. Damit der hier endlich seine Schnauze hält, so wie der hier. So. Den Loot hätte ich gern. Und wir gehen weiter nach dort. Ich gehe mal hier lang, weil hier gerade so wenig los ist. Oh. Den outrun ich. Oh oh. Da ist ein Hund. Und da ist einer von denen, aber der kann mich gerne verfolgen. Oh, der hat einen Stern. Da habe ich doch Respekt, muss ich zugeben. Komm mal her. Na komm. Hab keine Angst, hm? Ich tu dir schon nichts, außer dich umzubringen. Oder du mich. Je nachdem. Tschüss. Oh, jetzt aber tschüss. So. Hm, da lang, ne? Ich versuche mal diesen Blob da zu umrennen. Da sind Hunde, da sind Hunde. Da habe ich keinen Bock drauf. So, und hier muss ich allmählich wieder kämpfen. Ich laufe mal hier lang. Mach den da platt. Achte auf den Blob natürlich. Explodier mal. Explodier mal. Mann, du sollst explodieren, verdammt. Gut, ich muss outrunnen. Hier sind viel zu viele. Oh, scheiße, der hat einen Stern. Ah, ich bin tot. Ja, ich bin schon wieder tot. Ich bin einfach schon wieder tot. Nein. Ich will nicht schon wieder sterben. Ach so, Ausdauer geht gerade nicht. Huch, oh. Über uns rüber gejumpt. Alter, was soll ich denn machen? Naja, gut. Also so allmählich geht es mir doch ein bisschen auf Nerven, muss ich sagen. Und ich verliere so ein bisschen gerade die Motivation, das weiterzumachen, wie wir das gerade handhaben. Denn wir sind ja jetzt schon ein paar Mal gestorben, wir kommen nicht mehr an unsere Sachen ran und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das jetzt noch weiter so fortführen, werden ja auch irgendwann die Viecher, die wir umgebracht haben, respawnen. Ne? Deswegen bin ich gerade am Überlegen, was wir stattdessen machen. Aber mir fällt einfach beim besten Willen nichts ein. So. Und so. Also das mit Nahkampf ist auf jeden Fall schon mal besser. Und jeweils Tränke zu haben, war eben gerade eigentlich auch nicht schlecht. Aber sobald auch nur irgendein Vieh mit Stern da ist, sind wir so am Arsch, ne? Und ich trinke jetzt mal hier so einen. Und auch so einen. So. Let's go. Oh, ist schon wieder dunkel? Das gibt's doch wohl nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal kurz schlafen. Weil nachts, glaube ich, ist eine noch schlechtere Idee. Also, gute Nacht. Weil es sind ja jetzt schon ein paar Tage vergangen, ne? Achso, guten Morgen. Sind ja jetzt schon ein paar Tage vergangen und ich überlege gerade, ob jetzt vielleicht die Viecher sogar schon wieder da sind, alle. Oh Mann. Weil dann bin ich ja richtig am Arsch. Gut. Ich laufe jetzt einfach. Komm. Gott sei Dank sind hier auch keine Feinde. Zumindest sehe ich keine. Aber ich glaube, wenn wir uns gleich nähern, dann spawnen die auch alle mit rein. Oh Mann. Da ist ein Skelettvieh. Da sind Geier. Da ist ein Hund. Ich laufe mal hier so schön an der Küste. Ach nö, nicht ein Geier. Bitte nicht. Jetzt schon. Ich hau ja schon ab. Ihr könnt mich in Ruhe lassen. Ja, das wird doch nichts. Wie soll ich das denn schaffen? Da, Alter. Zwei Hits und ich bin fast down. Ich laufe einfach. Ich probiere es einfach.
Ich habe ja keine andere Wahl. Los! Vielleicht verlieren sie das Interesse, aber ich glaube, weil sie fliegen, können sie das Interesse nicht verlieren. Da ist unsere Leiche. Vielleicht lassen sie von mir ab, wenn ich weit genug ins Landinnere renne. Solange ich so gehe, treffen sie mich nicht, ne? Oh doch, treffen sie. Scheiße. Ach, der war's! So. Okay, das war jetzt der 9. Tod. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Aschenlande, also das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ihr euch bestimmt auch. Das ist mir zu blöd. So. Wir sind überhaupt nicht bereit. Und ich habe keine Lust, da jetzt nochmal weiter reinzurennen, nochmal zu sterben. Und ich meine, guck mal, ich bin jetzt hier schon seit mehreren Folgen die ganze Zeit damit beschäftigt. Nichts anderes zu machen, als unsere Leiche zu suchen. Na. Und ich glaube, wir sind noch gar nicht bereit. Wir sind einfach noch gar nicht bereit für die Aschenlande. Und deswegen, weißt du was? Das, was wir jetzt hier gesammelt haben. Gut, so sei es. Da gucken wir mal, was wir damit machen können. Und ansonsten bin ich ganz ehrlich, ich, nö. Ich gehe jetzt gleich in Creative, flieg dahin, hol unsere Sachen und verzieh mich. Weil so habe ich echt keinen Bock drauf. Also bin ich ganz ehrlich. Und ihr bestimmt auch nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich gehe stark davon aus. Also, komm. Ehrlich. Also das ist mir wirklich zu blöd. Und ich, es tut mir leid, wenn ihr da jetzt enttäuscht seid. Aber nö. Das wäre echt zu doof. So. Ich wollte gerade sagen, wieso verliere ich live? Aber okay. gut. Wie war denn nochmal fliegen? Y, ne? So, komm. Sorry, Leute. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen boring ist, aber nö. Also das hat ja so gar keinen Sinn, ne? Ich gehe jetzt hier nach unten, hol unsere Sachen zurück und verpiss mich. Und dann gehen wir hier rein, wenn wir viel, viel besser vorbereitet sind. So. Die Sachen da lasse ich liegen. Und ich glaube, wir kriegen auch gar nicht alles mit, ne? Ich glaube, ich fliege jetzt schon mal zurück, bringe das in das Portal. Und also nö. Tut mir leid. Also tut mir wirklich leid, wenn ihr das jetzt gerade doof findet, aber so geht's nicht. Hey, wo war denn das Portal? Ah, hier. So, die Sachen schmeiße ich erstmal alle hin, ne? Ja, die Rüstungen hier. Waffen und Rüstung, das bringe ich hier gleich alles wieder weg. So. Und das hier, das hier, das hier, das, das, das. So. Und der ganze andere Krempel, das ist das Einzige, was wir looten konnten. Huch, was geht denn hier ab? Mit dem Gelege? Was ist denn da los? Kein Plan? Gut, wie auch immer. Ich schmeiß das mal alles rein. Dann schmeiß ich hier außerdem das Food weg. So, und die Tränke. Und die Pfeile kommen hier mit hin. Also glaubt mir, ich bin gerade selber ein bisschen enttäuscht, dass ich das hier mache. Aber das macht ja gerade gar keinen Sinn, ne? Also ist doch langweilig auch für euch. So, und jetzt fliege ich nochmal zu dem letzten Rest da hinten. Und dann verziehe ich mich hier. Und ich glaube auch, dass wir uns den Aschenlanden dann tatsächlich gar nicht vom Dingens her nähern. Also, dass wir hier rüber gehen, weil das klappt ja auf gar keinen... Wo sieht man die kämpfen? Oh. Morgen heißt der. Was mit gestern? Okay. Ja, ich würde dann einfach mal gucken, wo hier unser Stuff war. Alter, wir sind ja doch recht weit gekommen. Ja, ne? Und da ist das neue Gebiet. Oh Mann, aber ich will es eigentlich gerne entdecken. Hm.
Oh Mann, ey, das ärgert mich gerade voll. Ich verzieh mich. Weil das fühlt sich gerade gecheatet an. Also ich gehe jetzt einfach zurück und gehe ins Portal und dann überlegen wir uns, wie wir das machen. Ne? Aber auf jeden Fall nicht so. Ja, stimmt. Wir könnten zum Beispiel hier und dann so rüber, ne? Oh, wir haben hier sogar eine Base, oder? Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Gucken wir dann. Aber das würde ich auf jeden Fall lieber machen, weil so macht mir das gerade absolut keinen Spaß. Und ich wette euch genauso wenig. Also, ciao. So. Weg damit. Huch. So. F5. Das weg. Das weg. Das weg. So. So. Runter hier. Und ich pack mal den ganzen neuen... Alter. Hallo? Was laggt denn hier so übel ab? Keine Ahnung. Ich schmeiß mal hier die neuen Sachen rein. Alles, was wir noch nicht kennen. So. Und die Portalsachen schmeiße ich gleich hier hin. Zack, zack. Und zwei. Außerdem hier von 10. So. Dann durchgerannt. Und ich weiß ja nicht, ob wir damit überhaupt schon irgendwas craften können. Ich habe ja das Gefühl, nein. Aber gut, ich packe hier erstmal alles rein, ne? Das sortieren wir dann später um, natürlich. Suttlingskerne. Was war das noch? Augen, Federn. So. Und die Kohle schmeiße ich hier runter. So, dann den Kram auch nochmal her. Und die Kohle hier runtergeworfen. So. Und den letzten Rest auch noch rein. Ja, von diesen verkohlten Knochen haben wir auf jeden Fall schon eine Menge. Naja, gut. Ja, das ist jetzt natürlich alles sehr schade und sehr doof gelaufen, aber was soll's? Oh, stimmt. Met und Essen. Das packe ich wieder hier rein. So. Das kommt woanders rein. Das kommt hier hin. Das so. So. Den 10er hier hin. Den 4er dort. Das bringe ich gleich nach oben. Den Met packe ich hier rein. Ich nehme davon mal die Hälfte weg. Und davon 3. Und das ist okay. Und das ist auch okay. So. Dann das hier rein. Portal wieder nach oben in die Portalkiste geräumt. So. Und dann werden erstmal diese kompletten Sachen hier repariert. Magietisch. So. Dann den hier. Und den normalen. Gut. Das bringe ich schon mal nach oben. Was liegt denn hier noch? Immer noch ein bisschen Krempel. Aber gut, ich mache erstmal... Ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr, welche unsere Stäbe waren, aber... ist ja sowieso völlig Wayne. So. Und die 4 hier ran. So. So. Und so. Und außerdem... So, so. So, huch. So, und. So. Ah, ne, das ist Chitin. Chitin Beinschienen. Mit alter gebogene Robe. Und hier sind die Hosen. So. 5. 6. 7. 8. Und die Rüstung. Sollen wir es doch mal als Magier probieren? Weil eben gerade, als ich dann doch gegen die mit den Sternen gekämpft habe, war ich dann doch irgendwie lame, ne? Habe ich irgendwie das Gefühl. Ich mache außerdem mal hier die Waffen wieder dran. Hier die 6. Und hier die 5. Und dann ziehe ich außerdem meine Klamotten wieder an. Das kommt nach oben. Ja, nee, komm. Wir bleiben doch bei unserer Magierüstung, glaube ich.
5, 6, 7, 8. Das haben wir nicht richtig, oder? Hä? Ach so! Ich hab die angezogen. Ja, nee. 5, 6, 7, 8. Hä? Ach so! Ach so, ich narre. Gut, hätten wir das auch geklärt, dann den dahin, hier und da. So, und jetzt würde ich es tatsächlich mal nochmal mit dem Schiff versuchen. Und wir kommen von Norden. Ach ja, die Sachen sind hier auch noch. Die muss ich auch noch reparieren, ne? Mhm. Oder? Wir kommen dann einfach tatsächlich per Schiff an. Ich halte das für eine bessere Idee. So und so. Ja, und das tut mir leid, dass ich das jetzt eben gerade mit einem Code gemacht habe, aber, also ihr habt es ja gesehen. Also das hat ja gerade gar keinen Sinn gemacht, was wir da, also wie oft sollte ich denn da noch sterben? Ich will endlich die neuen Aschenlande sehen und hier nicht die ganze Zeit verrecken. Und, ne, nicht, dass es dann nachher gecheatet ist und dass ich da einfach so hinfliege oder sonst was. Deswegen bin ich jetzt wieder zurück. Und wir probieren es einfach auf andere Weise. Ich finde das eigentlich fair gelöst.